Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier auf diesem Kanal mit mir, eurem Vilexus, und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe für die Switch. Und den aufmerksamen Zuschauern ist jetzt schon aufgefallen, dass hier irgendwas nicht ganz stimmt. Folgendes stimmt nicht. Nach der letzten Aufnahme von diesem Spiel habe ich das Spiel nochmal aufgenommen, also quasi weitergemacht. Und ich war schon in diesem Level drin, im Trubel im Turm der bewegten Steine. Und das habe ich gespielt, ja. Und so circa nach 10 Minuten habe ich gemerkt, fuck, mein Mikrofon ist ja gar nicht eingesteckt. Also habe ich die Aufnahme beendet, nochmal neu gemacht. Aber das Blöde war halt, dass ich schon einen Checkpoint erreicht hatte. Und ich dachte mir so, fuck, was ist, wenn die Zuschauer das jetzt alles sehen wollen, aber den größten Teil vom Level nicht mehr sehen können, weil da halt nichts mehr ist. Also habe ich das Spiel nochmal neu gestartet. Ausgemacht, nochmal neu gestartet. Ich Vollidiot habe aber vergessen, Zwischenspeichern zu machen. Heißt, die letzten drei Level durfte ich nochmal neu machen. Und das habe ich jetzt gemacht. Also quasi, wo ich an einem neuen Tag aufnehme. Und es geht mir dezent auf die Nüsse, dass ich das vergessen habe, weil... Also zu zwischenspeichern, weil die letzten drei Level nochmal neu zu machen hätte nicht sein müssen, weil ihr könnt sehen, ich habe schon einige Leben verloren und der Inventar ist jetzt auch sehr, sehr leer. Ich habe einen Stern verbrasselt, ich habe ein Flughörnchen-Item habe ich verbrasselt, ich habe einen Pilz verbraucht, ich habe so viele Items jetzt verloren, das Einzige, was jetzt übrig ist, ist die Feuerblume und die Krone. Egal. Machen wir weiter im Trubel im Turm der bewegten Steine. Here we go, mit Luigi! Trubel im Turm der bewegten Steine. Let's go. So. Ich weiß natürlich noch, wie das alles jetzt geht. Ich kenne das Level jetzt mittlerweile. Zack! Münze! Und halt. Da will ich rein. Düt. Eisblume! Let's go! Und bumm! Ja, die Münze kriege ich nicht, scheiße. Alter, das ist voll die Selbstmordwaffe. Diese bewegten Steine sind totale Selbstmordwaffen. Ja. So. Let's go. Das haben wir auch schnell gemacht. Schnell gemeistert hier. Und Checkpoint, das war nämlich der Checkpoint, den ich da dann erreicht habe. Oh mein Gott. Und nochmal. Genau. Das ist mein Item hier, das ist meine Eigenschaft, dass ich hier im Level immer die Wege versperre. Das ist mein Ding. Die haben eins gerade meine Idee geklaut. Mein Gott, Nintendo. Schämt euch. Und das, obwohl das Spiel vorher rauskam. Also ursprünglich für die Wii U rauskam. Und ich das Ganze hier bei Mario Maker 2 erst angefangen habe. Oh mein Gott, jetzt sind die Dinger da im Weg, Alter. Nein. Ich drehe mich einfach die ganze Zeit weiter. You spin me round, round, baby, round, round. Oh, hopp. Hoch. Halt. Wo ist es denn? Hoppala. So. Einmal hier drehen. An einem gewissen Punkt kenne ich das Level selber nicht, aber... Ah, scheiße. Aber das hier kenne ich schon noch alles. Ui.
Oi. Oh Mann, schon wieder was von vorne machen. Ja, ihr seid doch affig. Okay. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich hier in diese vier Rohre nicht rein kann, weil dann passiert das hier. Wow. Aber natürlich hat sich das Spiel gedacht, jetzt muss ich hier durch die Mitte. Ah, ich schaff das aber nie. Mann. Bye bye. Bye bye. Das ist totaler Müll. Das ist totaler Müll, durch die Mitte durchzumüssen. Das ist totaler Müll. Ich schaffte das aber auch nie. Ich habe das bis jetzt noch nie geschafft. Da muss es bestimmt noch einen anderen Weg geben. Oh, Luigi. Gleich nehme ich wieder Mario, Alter. Ich nehme Mario. So, jetzt sind wir Mario. Ich habe keinen Bock mehr auf dich, Luigi. Der hat nämlich 12 Leben. Toadette hat 7, Todd hat 5, Luigi nur noch 1. Das will ich natürlich nicht riskieren hier. Ich habe keinen Bock auf Game Over, deswegen... Was? It's a go time? Habe ich auch noch nie gehört. It's a go time! Ah, die scheiß Fliege ist wieder da. Du Mistvieh. Oh. So, das haben wir natürlich beim Lure gelernt, ne? Ja, da komme ich so nicht hoch. Scheiße. Ich schaff das Level einfach nicht. Es ist doch nicht möglich, ey. Wieso? Oh. Ich hasse dieses Level mittlerweile. Nein. So, darauf habe ich gewartet. Ich brauche unbedingt irgendwie ein Item, was mich größer macht. In der Röhre ist bestimmt irgendwie was drin. Okay. Und nochmal. So, warum ist da jetzt wieder ein Pilz drin? Da war doch vorher noch eine Eisblume drin. Das Spiel erkennt meine Sorgen und Nöte. Ist die Mehrzahl von Not Nöten? Nöte? Das klingt so komisch. Oh, nicht runterfallen. Außenrum schaffe ich es natürlich nicht, oder? Ich glaube, das hab ich nämlich ausprobiert schon. Aber... Nee, ich muss da tatsächlich durch die Mitte. Nur wie soll ich das denn schaffen? Das geht nicht. Es ist einfach nicht möglich. Da oben muss ich rein. Nur wie? Das geht nicht. Ich muss durch die Mitte. Okay. Mit Ausnahme, dass es bis jetzt eigentlich echt einfach war, muss ich sagen, das ist echt schwierig. Vielleicht... Gibt es irgendwo einen versteckten Block oder so? Durch die Mitte schaffe ich das nicht, das ist... Ach so! Jetzt habe ich das verstanden!
Siehste, siehste. Und rein da, endlich. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss durch die Mitte. Also, normal, ohne... Bumm. Oh, Kamek? Oh-oh. Oh-oh. Was passiert hier? Was passiert hier? Was hat er gemacht? Einmal. Zweimal. Wie oft muss ich den treffen? Dreimal. War das jetzt richtig? Das ist ein bisschen zu einfach, aber... Das war's halt wirklich. Ich dachte, wenn Kamek da kommt, dann... Okay. Endlich! Wir haben das Level geschafft! Let's go! Ist das daneben jetzt sowas wie ein Labyrinth oder sowas? Oh, Kamek schon wieder. Oh Gott, was tut er? Was tut er? Was hat das zu bedeuten? Speichern? Ja, definitiv, bitte. Speichern beendet. Alles klar. Was mir auch aufgefallen ist, sobald ich mich jetzt hier bewege, guck dir das mal an, da ändert sich dann die Richtung dieses Items und der Gegner. Finde ich mega cool. So, ein Item. Die Eiche wollte ich schon wieder sagen. Ja, das Flughörnchen haben wir jetzt wieder bekommen. Oh. So, da will ich erst rein ins Bonushaus. Mal gucken, was ich jetzt bekomme. Oh nein, nicht schon wieder das mit den Kanonen, ey. Ich habe das doch voll verschissen beim letzten Mal. Ich bleib einfach in der Mitte stehen. Oh. Oh. Ja. Bis jetzt noch keinen einzigen Minuspunkt. Nein! 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 Oh, oh! Drei. Ich werde das nie hinbekommen. Niemals! Mario, du bist ein Versager, bist du. Okay, also. Gehen wir auf die andere Seite. Was ist denn... Ah. Ich frage mich, was passiert, wenn ich die Gegner berühre. Das werden wir leider nie herausfinden, weil... ich in das nächste Bonushaus gehe. Ah. Oh, 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 okay. Die Baby-Yoshis haben Appetit auf Itemtafeln. Wenn ich pfeife, bringst du bitte... von jeder Farbe einen Baby-Yoshi hier rüber. Mit der richtigen Kombination von Tafeln kannst du bis zu 2 Items gewinnen. Aber bring mir bitte bloß keinen Bowser. Okay. Boah, Alter. Ich habe jetzt nicht geachtet, wo welcher Gelbe der den Bowser hat. Aber der hier vielleicht nicht? Ja, ja. Scheiße, es war so klar, dass ich genau den erwische. Ich habe nicht aufgepasst jetzt. Wie schade, so ein Pech aber auch. Ja, leck mich tot. Mann, Todd, warum? Warum tust du das mit mir? So, dann gucken wir mal. Oh, guck mal, ein Pilzlevel. Das wäre ein Stein-Spike-Staccato-Level. Okay. Und dieses Level heißt Spikes Sandkasten. Ich habe Bock auf das. Ich habe Bock auf das Pilzlevel. Stein, Spike, Staccato. Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Bullshit. Ui. In letzter Sekunde gerettet. Checkpoint. Ah, das sind so kleine Mini-Bonus-Level, aber finde ich gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen.
So, das hatten wir jetzt schon mal. Oh. Nein! Ich hab das Flughörnchen nicht mehr. Scheiße. Okay, Leute, ich bin raus aus dem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, fürs Zuhören. Alles andere auch. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles gut, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Euer Relaxus. Und Peace.